Retro Gaming. Nintendo Entertainment System. Enjoy my channel and have fun. Ja, liebe Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Ich schaue mir das ein oder andere Homebrew-Game auf dem NES an und diesmal Pitfall, The Unofficial Adventure, ein Homebrew-Projekt von 2007, Neverware. Das Game läuft nur auf NTSC-Maschinen, also nicht auf PAL und es hat keinen Sound. Aber dafür ist es gar nicht so schlecht. Ich spiele jetzt einfach mal ein kleines Rundchen. Aber ich denke mal, zu Pitfall selber muss man nicht allzu viel sagen. Ihr seht es jetzt. Es gibt eine Classic- und eine Custom-Variante, Level-Editor und so weiter. Ich spiele die Classic-Variante, weil die Custom ist, ja, da ist nichts designt. Bleibt also nur Classic übrig. Und wie gesagt, es hat leider keinen Sound. B-Button ist nicht belegt. Nur das D-Pad für rechts und links und drauf und runter die Leitern und eben A zum Springen. Ja, und dann geht's mal los. Mal, mal schauen, wie weit wir hier so kommen. Ich bin jetzt nicht immer wirklich gut, was das hier angeht. Beziehungsweise ich habe die Atari-Version schon ewig nicht mehr gezockt. Man sieht, es ist hier wirklich exakt wunderbar an der Atari-Version angelehnt. Das sieht grafisch wirklich genauso toll aus. Wow, Schwein gehabt. Genau auf die Augen gesprungen. Oh, schon wieder knapp. Na? Und weg. Das ist mir zu heiß hier. Ah, Stütz. Gucken, dass wir irgendwie wieder hochkommen. Denn meistens landet man unten in irgendeiner Sackgasse. Oh, den habe ich übersehen. Ah, ja, ja, ja. Oh, Gold. Na. Ein Goldbarren. Aber viel weiter komme ich wahrscheinlich auch nicht. Nein. Wieso habe ich ihn da nicht? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch gedrückt. Der Standardsatz, der typische. Ne? Oh, scheiß Timing, scheiß Timing, scheiß Timing. Geh weg, du blöde Pfütze. Gut, Schwein gehabt. Ja, ja. Oh, das war aber auch knapp. Wieder mehr Glück als ein Verstand am Haben. Nein! Aber immerhin, ich wurde nicht gefressen. Oh, Moment, warten. Schwein gehabt. Also ich habe weiter unten keinen Goldbarren bis jetzt gesehen. Dann ist ja alles Idiot, ne? Oh. Oh, ne? Ein Feuerchen. Drüber gejumpt. Ja, immer darauf achten, ob es unten nicht auch noch irgendeinen Goldbarren zu sammeln gibt. Na, das war nix. Und hüpf. Boah. Oh. Oh. Wir haben mehr Schweine als Verstand. Kann man den Krokodilen nicht das Wasser... Oh. Also, ich glaube, die Krokodile sind hier etwas gnädiger als in der Atari-Fassung. Kann das sein? Schade, dass hier kein Sound dabei ist. Den müsst ihr euch jetzt dazu denken. Boah. Ich habe gerade gedacht, das packst du nicht. Oh, 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 im Maul gelandet. Da ist Game Over. Okay. Ja. Ihr habt's mal gesehen. Die Homebrew-Fassung fürs NES. Ein Goldbarren. Wahnsinn. Nicht die Masse an Punkten. 5866 Points. Delete. Top Players. Ja. Da bin ich auf Platz 5 mit der Punktzahl. Ja, okay. Gut. So sieht's aus. Pitfall fürs NES. Eigentlich keine schlechte Version. Vielleicht wird das ja irgendwann mal noch weiterentwickelt. Vielleicht gibt's das auch schon mittlerweile irgendwie komplett auf Cartridge mit Sound. Ich weiß es nicht.
Ja, ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht. Mir hat Zocken auf jeden Fall Laune gemacht. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, ihr Lieben.